Hallo liebe Sternzeichen Jungfrau, ich freue mich, dass du hier bist und dir deine allgemeine Legung für den April ansiehst. Wir schauen jetzt mal, was die Karten dir zum April mitgeben können und beginnen dabei mit dem schamanischen Traumdeck. Also, was können dir die Karten zum April sagen? Was solltest du wissen, liebe Sternzeichen Jungfrau? Was spielt sich diesen Monat bei dir ab? Was kommt da auf dich zu? Welche Nachrichten, welche Botschaften solltest du zum April erhalten? Welche Energien, welche Themen sind besonders prominent bei dir in den nächsten Wochen? Worauf wollen die Karten dich hier zum April aufmerksam machen? Und da haben wir zum einen Überfluss und Fülle mit der Nummer 43. Dann haben wir die Nummer 63, Wintertraum, Zeit der Reife. Und den Garten der Venus mit der Nummer 25 und dem Thema Ruhe und Erneuerung. Das sind sehr schöne Karten hier. Ich bin ein Fan auch von diesem Violett. Das gefällt mir gut. Du scheinst hier gerade, wenn es um deine Finanzen oder deinen beruflichen Erfolg geht, recht gut dazustehen im April. Ich glaube, dass da Fülle und Überfluss auf dich warten, auf dich zukommen. Mit dem Wasser, was hier auch stark durchkommt auf der Karte, werden natürlich auch oftmals Gefühle, Emotionen angesprochen. Das heißt, das könnte auch ein Monat sein, wo du recht emotional bist, wo es Gefühle im Überfluss gibt. Aber das kann ja auch definitiv was Positives sein. Ich habe das Gefühl, dass diesen Monat Emotionen hochkommen könnten, die du vielleicht eine Weile lang unterdrückt hast oder vielleicht hast du im April so ein bisschen das Gefühl, wie soll ich das sagen, temperamentvoller zu sein, dass deine Gefühle leichter an die Oberfläche kommen als normalerweise. Aber ich habe fast das Gefühl, dass das irgendwie befreiend für dich ist. Es ist nicht so, als hättest du das Gefühl, dich nicht mehr unter Kontrolle zu haben, sondern es ist eher so, als wäre da nicht mehr dieser Filter oder diese Barriere da, die dich vorher davon abgehalten hat, deine Gefühle authentisch rüberzubringen. Ja, ich glaube, du lässt deine Gefühle, deine Gedanken einfach frei fließen und an die Oberfläche kommen diesen Monat, was sehr heilsam sein kann. Und dir auch die Möglichkeit gibt, dich vielleicht mit den Menschen um dich herum besser zu verbinden, weil sie dich so wahrnehmen können, wie du dich eben in diesem Moment fühlst oder deine Gedanken leichter wahrnehmen und verstehen können. Zeit der Reife. Ja, es ist an der Zeit, dass deine Gefühle an die Oberfläche kommen, dass du vielleicht auch Dinge heilen kannst. Mit diesem Wintertraum und dem Garten der Venus nehme ich wahr, dass du im April die Ruhe haben könntest, die Zeit haben könntest, auch diese, ich sag mal, emotionale oder mentale Reife haben könntest, dich deinen Gefühlen oder Themen, Wunden aus der Vergangenheit stellen zu können und sie heilen zu können. Ich habe das Gefühl, dass du sehr im Einklang bist mit deinen Gefühlen, mit deinen Emotionen und dass du selber auch merkst, dass du mit gewissen Situationen reifer umgehst. Aber reifer heißt nicht, dass du super überlegt sein musst oder, wie gesagt, deine Gefühle versteckst oder so. Reife heißt in diesem Zusammenhang für dich diesen Monat, reif genug zu sein, um eben deine Gefühle vielleicht mehr zu teilen, um dir selber zu erlauben, emotional zu sein und dass sie eben in jederlei Hinsicht dir nicht nur zu erlauben, die positiven Gefühle zu fühlen, sondern vielleicht auch die negativen. Ich habe das Gefühl, dass du im April diese Akzeptanz hast für jegliche Emotionen, für dich als Ganzes. Da ist keinerlei Kritik dir selber gegenüber da, sondern jede Menge Selbstliebe, die hier durchkommt. Okay.
Und ich denke auch, wenn du gesundheitliche Beschwerden vielleicht in der letzten Zeit hattest, könnte es dir im April wieder besser gehen? Könnte dein Körper sich vielleicht auch von irgendetwas erholen, sage ich mal? Ich glaube, du erholst dich hier von einer Zeit, wo du dich selber unnötig eingeschränkt hast, dich selber verurteilt hast, dich selber klein gehalten hast vielleicht. Ich habe das Gefühl, dein Ego, dein kritischer Verstand sind diesen Monat nicht so aktiv wie sonst und deshalb hast du die Möglichkeit, dich selber mehr zu lieben, dich selber mehr zu akzeptieren, was wunderschön ist. Dinge besser zu heilen, als es dir vorher möglich war. Lass uns die Lemur-Tarot-Karten für dich dazulegen, liebe Sternzeichen Jungfrau. Was solltest du noch zum April wissen? Was kommt hier? Ansonsten noch durch. Wir haben hier die Todkarte. Für manche könnte das Sternzeichen Skorpion gerade Anfang April eine wichtige Rolle spielen, muss aber nicht sein. Vielleicht kommt auch bei dir irgendwo in den großen drei oder so das Sternzeichen Skorpion durch. Abgesehen davon steht die Todkarte aber natürlich für Transformation, für Veränderung. Wir haben hier eine weitere große Arcana-Karte. Wow. Wir haben die Gerechtigkeit hier, eine weitere große Arcana-Karte. Dann haben wir noch die Sonne, auch eine große Arcana-Karte, eine sehr positive große Arcana-Karte. Und die 10 der Materialien, auch eine super schöne Karte. Das gefällt mir sehr gut. Lass uns die Todkarte als erstes mal genauer ansehen. Worum geht es hier für dich? Anfang April, liebe Sternzeichen, Jungfrau. Was solltest du zur Todkarte ungefähr in der ersten Aprilwoche wissen? Was kommt da auf dich zu? Und bitte beachte an dieser Stelle, dass es sich hierbei um eine allgemeine Legung handelt, die nicht zu 100% mit jedem Einzelnen resonieren kann und wird. Nimm daher nur die Nachrichten für dich mit, die sich richtig anfühlen und mit dir in Resonanz gehen. Und lass den Rest einfach für andere übrig. Hör bitte immer auf deine eigene Intuition, die wird dir sagen, was hier für dich passen könnte und was eben nicht. Zur Todkarte haben wir die Hohepriesterin. Für manche könnte die erste Aprilwoche eine Zeit der Reflexion sein, eine Zeit des spirituellen Wachstums, der persönlichen Weiterentwicklung, gerade wenn es hier um das Thema Selbstliebe geht. Ja, ich spüre hier auch in der ersten Spalte, das könnte die Woche sein, wo dieser Filter genommen wird, gelöst wird. Und das kann für manche ein bisschen schmerzhaft sein, weil der Filter ein Konstrukt deines Verstandes, ein Konstrukt deines Egos ist, womit du dich vielleicht sogar identifiziert hast bis zu einem gewissen Grad. Und jetzt zu merken, dass dieses Konstrukt irgendwie schwächer wird oder sich löst, Platz macht für mehr Liebe, für mehr Akzeptanz, ist schwierig. Weil mit uns Jungfrauen, ich bin selber Jungfrau, wird oftmals diese Kritik assoziiert, dass wir anderen Menschen und vor allen Dingen uns selber gegenüber manchmal sehr kritisch sein können, sehr viel Wert auf Ordnung und Produktivität, Perfektionismus legen. Natürlich bei der einen Jungfrau mehr als bei der anderen, aber ich glaube, dieser Filter, das waren genau diese Eigenschaften. Genau diese Kritik, genau dieser Perfektionismus, das war dein Filter. Und dieser Filter, der hat dir bestimmt auch schon eine Menge gebracht. Gerade auf der Karrierefront vielleicht. Gerade wenn es darum ging, vielleicht dich persönlich weiterzuentwickeln, Routinen aufzubauen, an deinen Angewohnheiten zu arbeiten, solche Dinge. Das kannst du sehr, sehr gut, vielleicht gerade aufgrund dieses Perfektionismus, gerade vielleicht aufgrund deiner Kritik auch dir selber gegenüber, aber
Ich habe das Gefühl, in der ersten Aprilwoche wird dir dieser Filter entrissen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß nicht, ob hier das Universum oder Gott einschreitet und sagt, nee, wir brauchen jetzt einfach mal bedingungslose Selbstliebe. Ciao Kritik, ciao Perfektionismus. Das braucht das Sternzeichen Jungfrau in diesem Monat nicht. Oder ob irgendeine Erfahrung für dich dafür verantwortlich ist, dass dir dieser Filter entrissen wird. Aber er wird dir entrissen oder er löst sich auf oder er wird schwächer oder du legst ihn beiseite. Und wie gesagt, es kann für manche irgendwie schwierig sein, weil sie das Gefühl haben, okay, ich merke zwar, dass hier jede Menge Liebe, auch Selbstliebe durchkommt, ich mich und andere mehr akzeptieren kann. Es fühlt sich alles sehr schön, sehr leicht an. Auf der anderen Seite habe ich aber vielleicht das Gefühl, aktuell nicht so sehr auf meinen Verstand vertrauen zu können oder vielleicht zu gutgläubig, zu naiv zu sein. Ja, oftmals diese Verhaltensweisen, die wir uns aneignen, sind ein Schutzmechanismus. Und vielleicht hast du ohne diese Kritik, diese Vorsicht, dieses Bedürfnis, produktiv zu sein, perfektionistisch zu sein. Vielleicht hast du ohne das Gefühl, schwach zu sein, schwächer zu sein als sonst. Dem ist nicht so, aber das ist vielleicht dieses Gefühl, weil du oftmals Stärke mit Produktivität, mit Perfektionismus, mit Ordnung und so weiter assoziiert hast. Und wenn dir das genommen wird oder wenn du das lernst abzulegen, dann hast du vielleicht das Gefühl, nicht genügend zu tun, nicht schlau genug zu handeln, nicht vorsichtig genug zu sein, nicht kritisch genug zu sein. Das kann sich verwirrend anfühlen, aber letzten Endes ist es was Gutes, weil ich sehe hier mit der Herrscherin mehr Selbstliebe, mehr Selbstbewusstsein auch, was für dich durchkommt im April. Und diese intuitive Weisheit. Du besitzt sehr viel Verstand, sehr viel Intelligenz, sehr viel Weisheit, die auf Logik basiert. Aber ich glaube, deine Intuition kommt hier mehr durch, wenn du diesen Filter so ein bisschen loslassen kannst. Ich hoffe, das ergibt Sinn. Und ich weiß, das ist jetzt auch alles erstmal sehr nicht wirklich greifbar. Aber das ist genau die Sache. Das ist genau die Sache, mit der du dich vielleicht unwohl fühlen könntest in der ersten Aprilwoche. Dass Dinge nicht so greifbar sind, wie sie es normalerweise sind, weil du dich nicht auf denselben Filter verlässt hier, wie normalerweise. Aber wie gesagt, dadurch kommt deine Intuition mehr durch, deine Verbindung zu etwas Höherem, deine Verbindung zu dir selbst und zu anderen Menschen wird stärker, weil das, was fließen soll, hier fließt. Deine Fülle an Gefühlen, deine Fülle an Liebe, Verständnis, Akzeptanz, Weisheit. Du wirst trotzdem Wissen erhalten, Zugang zu Wissen erhalten. In der ersten Aprilwoche wird Wissen zu dir fließen. Du musst es nicht suchen, indem du ein Buch aufschlägst oder indem du dir eine Doku anguckst oder dich mit Mitarbeitern irgendwie auseinandersetzt. Wissen wird zu dir fließen. Aus unbekannten Quellen. Emotionen werden zu dir fließen aus unbekannten Quellen. Führung wird zu dir fließen aus unbekannten Quellen. Selbstliebe wird zu dir fließen aus unbekannten Quellen. Lass uns die Gerechtigkeit ansehen. Wofür steht die Gerechtigkeit hier bei dir ungefähr in der zweiten Aprilwoche? Liebe Sternzeichen Jungfrau, ich habe jetzt wirklich sehr viel Zeit dieser ersten Spalte gewidmet. Lass uns gucken, ob jetzt vielleicht doch nochmal was Konkreteres für dich rauskommt, für den Verstand, der wissen möchte. Okay, und was passiert jetzt hier im April?
Okay. Ich sehe, für manche könnten Gruppenentscheidungen getroffen werden in der zweiten Aprilwoche ungefähr. Gruppenentscheidungen gerade mit weiblichen Personen. Und das können auch Personen sein, die einfach eine sehr weibliche, feminine Energie ausstrahlen, diese Wärme und Zärtlichkeit ausstrahlen. Das können deine besten Freundinnen sein, das können weibliche Familienmitglieder sein. Aber vielleicht triffst du hier in so einer Gruppe eine Entscheidung mit anderen weiblichen Personen zusammen. Oder vielleicht trifft eine andere Frau eine Entscheidung, die dich irgendwie beeinflusst. Ich sehe hier außerdem Veränderungen, was einen Freundeskreis, der aus weiblichen Personen besteht, betreffen könnte. Irgendwie würde ich hierzu gerne mehr wissen. Was ist das für eine Veränderung? Was für eine Entscheidung wird hier getroffen? Das gefällt mir. Ich habe das Gefühl, dass auch hier sich diese Energie widerspiegelt, die ich eben angesprochen habe. Auch in deinen Beziehungen zu gerade weiblichen Personen, aber auch meinetwegen zu anderen Menschen, die dir sehr nahe stehen. Auch da sehe ich mehr Verständnis, mehr Liebe, mehr Mitgefühl als vorher. Ich weiß nicht, ob das Resultat deiner eigenen Veränderung ist, die hier stattfindet, oder ob Menschen in deinem Leben genauso wie du gerade eine Veränderung durchmachen. Aber ich habe das Gefühl, dass hier eine Beziehung zu einer oder auch mehreren Personen weicher, zärtlicher, liebevoller wird. Weil der Aspekt der Konkurrenz und der Kritik hier abgeschwächt wird oder wegfällt. Genauso wie in deiner Beziehung zu dir selber sehe ich für einige hier, dass Beziehungen, gerade Freundschaften oder Beziehungen zu weiblichen Familienmitgliedern, sehr viel angenehmer werden. Es kann sein, dass hier jemand aufhört, sich mit anderen zu vergleichen. Vielleicht hörst du auf, dich mit anderen zu vergleichen. Gerade wenn du eine Frau bist und vielleicht auf sozialen Medien oder so dich viel mit anderen vergleichst oder in deinem Freundes-, in deinem Bekanntenkreis Vergleiche anstellst, ob bewusst oder unterbewusst. Ich sehe, dass das im April nachlässt und dass du stattdessen mehr Gemeinsamkeiten findest und mehr Liebe für diese Person findest und dein Herz öffnest und nicht darauf guckst, okay, was kann diese Person besser als ich, was kann diese Person nicht so gut wie ich, oder du schaust weniger auf Äußerlichkeiten zum einen. Du schaust auch weniger darauf, was andere Menschen von dir halten. Du schaust auch nicht mehr so sehr darauf, was du von anderen Menschen hältst, was äußerliche Dinge angeht, sondern du guckst mehr auf das Herz der Menschen vielleicht hier um dich herum. Und das nicht, weil du vorher so oberflächlich warst, sondern zum einen vielleicht, weil unsere Gesellschaft uns das irgendwo beibringt, dass wir uns vergleichen sollen mit anderen Menschen. Zum anderen aber auch, weil ich das Gefühl habe, dass andere Menschen genauso wie du hier eine Veränderung durchmachen könnten. Es kann sein, dass du im April bemerkst, dass andere Menschen dir offener begegnen, dass gerade Frauen irgendwo so eine besondere Verbindung zu dir spüren und dir mehr von sich
zeigen und preisgeben, gerade auch ihre unperfekten Seiten dir zeigen. Und das gilt übrigens auch für die männlichen Zuschauer hier. Es kann sein, dass gerade weibliche Personen in deinem Leben sich dir mehr öffnen und sich einfach wohl und sicher genug bei dir fühlen, um sich so zu zeigen, wie sie sind und eben diese kritische Seite abzulegen. Und es passt einfach auch so gut hier zum Garten der Venus wieder, zu dieser Zeit der Ruhe und Erneuerung. Jemand fühlt sich hier wohl genug in seinem Umfeld, um wirklich er oder sie selbst zu sein. Das bist du, das sind die Menschen um dich herum. Ich glaube allgemein, deine Beziehungen im April dürften sehr leicht sein, sehr schön fließen und ja, teilweise auch sehr emotional oder intensiv sein, weil du dich mehr öffnest, weil Menschen um dich herum sich mehr öffnen, weil vielleicht emotionale Themen mehr angesprochen werden. Aber du verbindest dich hier mit dem Herzen anderer Menschen und nicht nur mit dem, was euch ganz offensichtlich irgendwo verbindet oder eben auch nicht verbindet. Weibliche Freundschaften treten hier in den Vordergrund im April. Und wie gesagt, das kann auch mit Männern sein, die einfach eine sehr feminine Energie haben, emotional offen sind. Aber ich denke, dass du eben auch Frauen in deinem Umfeld im April sehr zu schätzen wissen wirst und dich ihnen sehr verbunden fühlst. Wir schauen uns die Sonne jetzt genauer an. Wofür steht die Sonne hier bei dir? Ungefähr in der 3. Septemberwoche, liebe Sternzeichen, Jungfrau. Was solltest du hierzu wissen? Was können dir die Karten zur Sonne mitgeben? Wow. Deine Legung gefällt mir so gut. Ja, was soll ich dazu sagen? Mit der Sonne haben wir so ziemlich die glücklichste Karte aus dem ganzen Deck. Dazu die 2 der Kelche, die für Liebe und Partnerschaft steht. Die 6 der Stäbe, die Erfolgskarte. Und ja, mit der 4 der Schwerter kommt hier auch nochmal das Thema Ruhe und Erneuerung durch. Ich glaube, wenn du dir Zeit für dich und für deine Beziehungen nimmst im April, wird sich das 100% für dich auszahlen. Du wirst merken, dass du dir selber näher kommst, dass du den Menschen um dich herum näher kommst. Und dass gerade durch eine Zeit der Pause oftmals Erfolge auf dich zukommen können. Ich habe das Gefühl, dass es hier für manche Dinge geben könnte, eben auch in beruflichen Bereichen oder so, wo du sehr stark daran gearbeitet hast, einen Erfolg sehen zu können. Und er ist einfach nicht so gekommen, wie du es dir vielleicht erhofft hast. Ich habe fast das Gefühl, wenn du im April bereit bist zu sagen, okay, ich mache jetzt einen Schritt zurück, ich warte einfach mal ab, ich sehe mir das Ganze einfach mal an, dann ist der Zeitpunkt, wenn der Erfolg auf dich zukommt. Gerade in dem Moment, wo du dir selber erlaubst, dich mal ein bisschen zurückzulehnen und mal nicht 110% zu geben, sondern 80% zu geben und die restlichen 20% mehr in dich selber zu investieren, dann wirst du empfangen. Du empfängst dir etwas in der 3. Aprilwoche. Etwas, worauf du vielleicht schon vorher hingearbeitet hast. Aber du empfängst es nicht, indem du noch mehr gibst, sondern du empfängst es, indem du dir diese Ruhe gönnst. Indem du dich zurückziehst, indem du dich nach innen kehrst. Indem du dir selber auch erlaubst, einfach Spaß zu haben, dein Leben zu genießen. Und was hier auch gerade durchkommt, selbst wenn du das Gefühl hast, finanziell sieht es bei mir aktuell jetzt noch nicht so ideal aus, gönn dir trotzdem irgendwie ein neues Kleidungsstück oder ein schönes Essen mit Freunden, mit Familie, auszugehen, Spaß zu haben, meinetwegen irgendwie Wellness oder einen Termin beim Friseur. Gönn dir etwas, auch wenn es vielleicht
einen Teil in dir gibt, der sich fragt, macht das jetzt viel Sinn? Aber wie gesagt, du legst diesen Filter hier ab, der dauernd nur danach geht, ob etwas Sinn macht, ob etwas schlau ist, ob etwas produktiv ist. Erlaube dir, dich der Energie hinzugeben, die du in Zukunft in deinem Leben haben möchtest. Ja, beim Manifestieren unserer Wünsche geht es viel auch darum, tatsächlich etwas dafür zu tun, damit das in unser Leben kommen kann, was wir uns wünschen. Wenn wir beruflich super erfolgreich sein wollen, dann kann man sich halt auch nicht nur zurücklehnen. Da muss man auch arbeiten, aber du hast genug gearbeitet. Was auch wichtig ist fürs Manifestieren, ist die Energie zu verkörpern, die man verkörpern würde, wenn man es bereits hätte, was man sich wünscht. Und wenn du beruflich oder finanziell erfolgreich sein möchtest, dir das manifestieren möchtest oder was auch immer anderes ist, was du dir wünschst, dann würdest du halt dich nicht gestresst fühlen, hoffentlich, oder dauernd nur am Arbeiten sein, sondern dann würdest du auch glücklich sein, zufrieden sein, dieses Gefühl haben, dir was gönnen zu können. Und deshalb gönn dir etwas, bevor du tatsächlich diesen Erfolg hast. Gerade wenn es hier um die Finanzen geht bei manchen. Erlaube dir auch vorher schon etwas. Weil es ist nicht nur wichtig zu arbeiten, zu tun, zu machen, sondern es ist auch wichtig, die Energie zu verkörpern, die du in Zukunft spüren möchtest. Deshalb erlaube dir was. Erlaube dir, Spaß zu haben. Erlaube dir, rauszugehen. Erlaube dir, Geld in dich selber zu investieren. Und ich denke, das wird vielen möglich sein im April. Und dadurch ziehst du diesen Erfolg an, den du dir wünschst. Nach einer Pause kommt der Erfolg auf dich zu, den du dir wünschst, oder in einer Pause. Und das gilt auch in der Liebe. Manche nehme ich hier wahr, die 2 der Kelche steht oftmals für romantische Verbindungen, und ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo du dich zurückziehst und sagst, okay, ich bemühe mich jetzt mal nicht so stark um diese Beziehung, wie ich es bisher getan habe, ich gebe, wie gesagt, mal nicht 110%, nur damit mein Gegenüber sich wohlfühlt, ich suche jetzt mal nicht jeden Tag den Kontakt zu dieser Person, sondern konzentriere mich auf mich, nimm mir Zeit für andere Dinge, die mir Freude bereiten. Wenn du dich zurückziehst, dann könnte jemand auf dich zukommen. Sei es, dass es eine spezifische Person ist, wie gesagt, oder sei es, dass du vielleicht allgemein im Dating in der Vergangenheit zu viel gegeben hast oder dauernd auf der Suche nach dem Richtigen oder der Richtigen warst. Erlaube dir hier mal nicht diesen Fokus auf die Liebe zu haben. Erlaube dir, dich auf dich zu konzentrieren. Mal nicht zwanghaft auf der Suche zu sein oder jemandem hinterher zu laufen, auf Deutsch gesagt, etwas zu erzwingen, sondern lehn dich zurück und schau zu, wie sich Dinge für dich entfalten im April, weil ich sehe, der Erfolg kommt dann auf dich zu, wenn du entspannt bist. Je entspannter du bist, desto erfolgreicher bist du im April. So ist es einfach. Mir gefällt diese Legung richtig gut. Lass uns die 10 der Materialien ansehen. Was könnte hier Ende April auf dich zukommen mit der 10 der Materialien, liebe Sternzeichen Jungfrau? Was solltest du noch zum April wissen? Da haben wir den Gehängten und den Eremit. Der Eremit steht für dich, dein Sternzeichen Jungfrau. Was schön ist, weil es mir zeigt, dass du in der letzten Aprilwoche authentisch bist, in deiner Mitte bist, deine eigene Energie stark durchkommt. Und auch hier tolle Karten. Mit dem Ass der Kelche und hier der 2 der Kelche. Ich habe für manche das Gefühl, wenn du auf der Suche bist oder hoffentlich nicht auf der Suche bist im April, aber wenn du Single bist und offen bist für die Liebe, dann könnte da in der 2. Aprilwoche vielleicht jemand Neues auf dich zukommen. Ich will es einfach nur ansprechen, weil das sind richtig schöne Karten hier für dich, was das Thema Liebe auch angeht. Und mit der 10er Materialien wird natürlich auf der anderen Seite auch
finanzieller, materieller, beruflicher Erfolg und Sicherheit angesprochen. Manche könnten sich Ende des Monats Gedanken machen, welcher berufliche Neustart würde mich erfüllen? Was kann ich beruflich verändern? Welche neuen Ideen oder Energien kann ich in meinen Beruf bringen, um glücklicher zu sein, noch glücklicher und erfüllter zu sein? Ich glaube aber, dass einige eben hier eben auch im April Halt machen, um den Erfolg, den sie bereits sich erarbeitet haben, mal wirklich genießen zu können. Ich glaube, dass viele hier im April feststellen, ich bin schon weiter, als ich mir manchmal eingestehe. Ich habe schon so viel erreicht und vielleicht ist es jetzt gerade mal an der Zeit, das auch so ein bisschen zu genießen und mir eben auf der anderen Seite hier gerade Ende April vielleicht auch Gedanken zu machen, wie es dann in Zukunft weitergeht. Aber du erzwingst nichts, du machst dir einfach nur Gedanken und genießt und gehst deinen Wünschen und Zielen in Gedanken schon mal nach, überlegst, was du in Zukunft tun kannst. Ich sehe auch, dass manche hier in der letzten Aprilwoche viel lesen könnten, in die Recherche gehen könnten in Bezug auf Themen, die dich interessieren oder Dinge, die eben was mit deinen Wünschen, deinen Zielen für die Zukunft zu tun haben. Solltest du hier tatsächlich jemanden neu kennenlernen in der zweiten Aprilwoche, glaube ich, dass du dich so ein bisschen mit dieser Person auseinandersetzt und versuchst, so viel wie möglich über diese Person zu erfahren, sei es eben über den persönlichen Austausch oder sei es über soziale Netzwerke oder wie auch immer. Aber ich sehe, dass du dir Gedanken machst, dass du hier recherchierst, dass du guckst, was steckt hinter dieser Person, wenn du sie eben mit einem potenziellen Partner zu tun hast. Und auch wenn du bereits in einer Beziehung bist, vielleicht hast du da in der letzten Zeit dich sehr viel bemüht und an Dingen gearbeitet und dich um viel gekümmert. Und ich denke, wenn du dich hier im April so ein bisschen zurücknimmst und dich auf dich fokussierst, dann wirst du merken, dass vielleicht auch dein Partner, deine Partnerin dir von sich aus mehr Liebe schenkt oder von sich aus sich um Dinge kümmert, die normalerweise immer du machst. Vielleicht musst du deine Person gar nicht darauf aufmerksam machen, etwas zu tun. Du musst ihm oder ihr einfach nur den Raum geben, etwas von sich aus zu machen. Ich glaube, dass manche Jungfrauen hier im April erkennen könnten, ich muss nicht alles selber machen. Ich kann anderen Menschen auch mal Raum geben, von sich aus mehr zu tun. Aber nicht im Sinne von, ich ziehe mich jetzt zurück, damit andere meine Arbeit übernehmen, sondern eher im Sinne von, mein Fokus liegt auf anderen Dingen, die mich erfüllen diesen Monat. Und vielleicht bemerke ich dann sogar, dass all die Dinge, von denen ich vorher dachte, ich müsste mich um sie kümmern und bewältigen, dass die sich vielleicht teilweise sogar von alleine fast schon klären oder dass andere Menschen hier, ohne sogar erst aufgefordert werden zu müssen, hier Dinge für dich übernehmen. Ich sehe ja auch eine Menge Heilung. Ich weiß nicht, ob es um hier körperliche oder mentale Gesundheit für manche geht, emotionale Wunden oder so, aber ich sehe hier so viel Heilung. Und das eben durch diese Ruhe und Entspannung und die Freude, auf die du dich komplett einzulassen scheinst diesen Monat. Wenn es einen perfekten Monat geben würde, um an emotionalen Wunden zu arbeiten, zu heilen, zu genesen, wenn man so will, auch körperlich oder so, dann würde er so aussehen von den Karten her. Okay. Deshalb versuch diesen Monat wirklich für dich zu nutzen,
versuch, diesen Filter wirklich abzulegen, weil das ist es, was dir erlaubt, wirklich mal zu entspannen. Und in der Entspannung, in der Ruhe, kommt Gesundheit zu dir, kommt Heilung zu dir, kommt Erfolg zu dir, kommt Liebe zu dir. Du hast so lange auf all diese Dinge hingearbeitet, ohne dir die Pause zu nehmen, die es braucht, um sie in Empfang zu nehmen. Und wenn du das tust im April, dann kannst du hier endlich eben das empfangen, was du dir wünschst, in jederlei Hinsicht. Das ist so ein schöner Monat, eine richtig, richtig tolle Legung. Wir legen jetzt noch eine Starseed-Karte für dich dazu. Lass uns schauen, was die Starseed-Karten dir noch mitgeben können, liebe Sternzeichen, Jungfrau. Und da haben wir Whale and Orca Elders. Share your song frequency of sound diving deep. Ja, das ist auch ein Monat des Tiefgangs, okay. Auch emotional kann das, ich sag mal, ein aufregender Monat hier für dich werden. Es ist nicht nur so, als wäre alles super easy und entspannt. Emotional könnte dieser Monat schon auch ein paar kleine Herausforderungen für dich bieten. Aber das sind Situationen, wo du am Ende herausgehst und merkst, okay, da sind vielleicht starke Emotionen hochgekommen, aber ich konnte sie alleine oder mit anderen Menschen hier verarbeiten. Ich konnte darüber sprechen. Ich habe gemerkt, wie ein Ballast von mir gefallen ist und wie mich das irgendwo ins Gleichgewicht gebracht hat. Ja. Du wirst merken, wenn du deine Meinung, deine Ansichten, deine Gefühle, deine Gedanken mit anderen Menschen teilst, dann bringt dich das weiter. Scheu dich nicht vor tiefergehenden Gesprächen im April. Ich glaube, dass die sehr schön, sehr heilsam sein könnten und eben auch dein Herz anderen Menschen gegenüber öffnen. Und auch das Herz anderer Menschen dir gegenüber öffnen. Ich denke, du wirst hier merken, dass du mit manchen Menschen im April auf genau derselben Wellenlänge schwingst. Dass die Menschen genau in dem Zustand sind, den es braucht, um das empfangen zu können, was du ihnen mitteilen möchtest. Ja, ich wiederhole mich, aber es ist eine schöne Legung. Ich hoffe, du konntest was daraus für dich mitnehmen, liebe Sternzeichen-Jungfrau. Ich würde mich freuen, wenn du diesem Video ein Like gibst und meinen Kanal abonnierst, falls du das noch nicht getan hast. Und ansonsten findest du den Link zu meinen persönlichen Legungen, zu meinen geführten Meditationen etc. unten in der Infobox. Ich würde mich freuen, wenn du da mal vorbeischaust. Ist natürlich kein Muss. Ich wünsche dir heute noch einen schönen Resttag und einen richtig tollen April.